Hallo Welt, da sind wir wieder am Verkabeln. Ganz hungrig. Ich hole mir vielleicht noch was zu trinken. Ja genau, hol du dir schon mal was zu trinken. Wir kämpfen immer noch weiter mit unseren Kabeln hier. Und da wir jetzt nicht mehr sehr viel bauen können, ich glaube, wir können kein einziges Teil mehr setzen, oder? Ja, wir können gar nichts mehr setzen. Da wir nichts mehr bauen können, also ist das mit den Kabeln jetzt doch eine kleine Herausforderung mittlerweile, die wir aber ganz gerne in Angriff nehmen. Wir lieben Herausforderungen. Also mal sehen, hier müssten wir eigentlich Energie haben in diesem Häuschen. Aber da kommen wir gar nicht raus, das ist zu weit weg vom Schuss. Schlauerweise haben wir auf dieser Seite hier keine Kabelwanddurchführung gemacht. Oder bräuchten wir eigentlich nur dieses hier auf die andere Seite hier hinzubauen und dann hätten wir schon mal im Frisierhaus hier und im... jetzt haben wir eine Infektion, die sich ausbreitet. Oh nein, das müssen wir aber sofort beheben. Im Frisierhaus und im OP, da hätten wir dann schon mal Strom. Wo ist die Krankenstation? Oh, wir stehen direkt daneben. Hallo. Ich kann dich bei Bedarf zusammenfügen. Ja, ja, ja. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Natürlich. Hilf mir. Bring mich wieder in Ordnung, Doc. So, und jetzt beschreib mir die Symptome. Eins nach dem anderen. Oh, alles tut weh. Gesundheit wiederherstellen. Ich bin ziemlich mitgenommen. Du siehst eigentlich gesund aus, aber... Oh, Moment. Ja, das muss gerichtet werden. Ja. Fangen wir an. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Nein, danke, das war's. Sonst gibt's keine Beschwerden. Wir sind fertig. Nein, wir sind fertig. In Ordnung. Stirb mir da draußen nicht. Sonst war meine Arbeit umsonst. Ja, und das wollen wir ja nicht. Wasser brauchen wir auch noch an allen Ecken. Und wir sollten auch noch eine Bank hier hinstellen. Aber das später. Das Wichtige ist erstmal, dass wir überall Energie hinbekommen. Na, hier könnte man aber auch ganz gut noch so einen Wachposten hinstellen. Zweietagig. Für die Meierlörkönigin, wenn sie da nochmal angreift. Energie 200 ist rot, natürlich, weil wir noch nicht alles verkabelt haben. Und die beste Idee, die mir da kommt, ist dann wirklich dieses hier umzubauen. Das hier einfach nach außen zu hängen. Dann könnten wir hier unten vom Wasseraufbereiter zum Beispiel ein Kabel nehmen. Und das verbinden. Oder haben wir nicht hier vorne auch noch... Da haben wir doch auch Energie. Na komm schon. Oh nein, die Maus auch noch. Ja okay, dann müssen wir einmal hier raus. Runter. Ist das denn okay, wenn wir da so eine Wäscheleine haben? Schön ist es nicht. Wäre schöner, wenn die Wäscheleine weiter oben wäre. Na, aber hier kommt man drunter. Ja, da kann man drunter hergehen. Ja, da hat einer nicht nachgedacht, hier der Architekt. Da hätten wir die Sachen alle nach außen bauen sollen. Wir haben einfach aufgebaut, schnell, schnell, schnell und uns gar keine Gedanken gemacht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir besser, wenn das da oben wäre. Ist das die Krankenstation? Ich glaube nicht. Da oben ist das Bettenhaus. Ja, und da kommen wir, glaube ich, besser hin, wenn wir das hier an der Ecke eben nutzen. Ja, so machen wir es jetzt. Oh nein! Ah, sehr gut, er bleibt nicht stehen auf der Treppe. Also das Teil hier muss genau auf die andere Seite.
Dahin. Oh nein, da stehen Betten. Ein Bett steht im Weg. Oh, das wird schwierig jetzt. Na, das ist ja nichts. Vielleicht können wir das Bett dann nachher dann wieder da drauf stellen. Können wir das hier schön in die Ecke hauen? Ganz wichtig. Naja, okay. Da weiß ich doch schon, was da unten liegt. Das müsste eigentlich dann hier irgendwohin. Das ist sogar verkabelt. Ah, wir können nichts mehr bauen. Und ich habe keine Lust, den Größenbalken zu entleeren. Jetzt schon wieder. Ja, aber verbinden können wir das doch schon mal. Und das Bett da hinstellen. Von hier. Ja, Energieproblem gelöst, ganz schnell. Halbwegs. Ein bisschen können wir noch tüfteln. So weit, ganz gut. Wir haben noch ein paar Sachen abgebaut schon. Hier unten zum Beispiel, da haben wir doch was abgenommen. Warum können wir denn da jetzt nichts bauen? War das zu wenig? Wir haben doch einige Sachen eingelagert schon. Sofort werde ich angesprochen. Kaum bin ich aus dem Baumenü raus. Oh, aufbereitetes Wasser. Kronkorken und Wetterwechselgeschosse. Die nehmen wir auch gleich mal mit. So, die Kronkorken brauchen wir nicht einzulagern. Harte Arbeit, wie jeden Tag. Immer das Gleiche. Dann mach doch mal was anderes. Hier ist genug zu tun für alle, für jeden Geschmack. Keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe. Für jeden Geschmack ist was dabei. Habt ihr zu viele Betten hier? Kann das sein? Naja, es geht. 33 Betten. Eigentlich könnten wir noch 3 Betten irgendwo aufbauen. Wir haben zu viele Pflanzen gebaut. Aber das Bett hier, das kann doch schon mal weg. Das ist ja gediegen. Vorhin haben wir doch irgendwas eingelagert. Also in einer der letzten Folgen. Und dann konnten wir doch gleich wieder ein bisschen was bauen auch. Obwohl wir das nur eingelagert haben, Bauteile. Diesmal hat es nicht funktioniert. Was haben wir denn da eingelagert? Das war beim letzten Mal, war das hier. Diese ganzen Teile. Was passiert, wenn wir das jetzt anstatt es... Achso, das können wir auch gar nicht mehr aufbauen jetzt. Was ist, wenn wir das jetzt so verwerten? Können wir auch gar nicht verwerten. Das ist jetzt einfach hier drin und wir können es nicht aufbauen. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das war's. Ach so, nee, natürlich. Das ist doch unser Trick, den wir immer mit den Waffen machen. Einlagern, einlagern, einlagern und schon leert sich der Größenbalken.
Aber die blockieren dann ja nicht den größten Balken hier, diese ganzen Teile. Aber wir hatten doch vorhin was anderes. Was hatten wir denn da? Den Schalter. Diesen hier. Aber den können wir auch nicht bauen. Also in einer der letzten Folgen haben wir diesen Schalter und den Mörser eingelagert. Und danach hatten wir wieder ein bisschen Platz im Größenbalken. Natürlich für den Schalter und den Mörser. Ja, dann haben wir zwischenzeitlich irgendwo noch ein paar Teile gebaut. So wird's sein. Können wir bitte weitermachen mit dem Licht? Kabel können wir ja noch ziehen. Ha, wir haben hier drin Energie. Halbwegs. Ja, aber das wollte ich hier anders bauen. Das sollte so nicht sein. Und wenn wir das hier einlagern einfach, dann können wir immer noch nichts bauen. Das können wir auch nicht wieder hinlegen. Ja, das würde mich jetzt aber wundern. Doch, das Teil müssten wir eigentlich jetzt hier wieder anbringen können, oder? Nein, warum? Das müssten wir doch eigentlich wieder aufbauen können. Das stand doch auch vorher da. Was haben wir denn jetzt falsch gemacht? Das ist mal was Neues. Das kenne ich echt nicht. Normal, wenn wir da ein Teil wegnehmen, dann können wir doch das Teil auch wieder bauen. Das ist das, was mich vorhin auch schon so gewundert hat. Das meinte ich damit. Ah. Ja, das muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Haben wir irgendwo noch ein Bett? Unten stand da noch ein Bett. Ja. Das Bett ist weg. Ja, damit war doch das gleiche Problem. Wieder eine Eigenart entdeckt, die ich nicht ganz verstehe. Und sonst geht das doch immer. Ja, wir sollten auch nicht hier den Größenbalken auf dem letzten Drücker bauen irgendwie. Das heißt, wir müssen den größten Balken einmal entleeren. Aber wie gesagt, da habe ich, das machen wir in der nächsten Folge. Da habe ich jetzt keine Lust zu. Ja, das lassen wir alles so, wie es ist. Hier kommt nichts mehr durch die Decke. Da kam aber doch mal was durch die Decke. Da ist doch was. Ah. Haben wir zwei von den Dingern hier aufgebaut? Ich glaub's gerade nicht. Och Mann, ihr müsst hier nicht mehr rumrennen. Das kommt durch die Decke, aber irgendwie haben wir hier keinen Strom. Aber wir haben doch gerade... Ach, eine Etage höher. Ah, ja. Ja, und da ist das Bettenzimmer und da haben wir ganz genau hier in der Ecke, nämlich. Ich komme gedanklich hier nicht weiter, das nervt gerade. Das ist so alles nicht richtig. Aha. Ach, Menno, jetzt rennen wir hier zum 10. Mal im Kreis. Und hier war doch auch schon Licht oben. Ach, da ist er. Ja, es hilft nichts. Wir brauchen noch einen größeren Balken. Ach, Mann. Das ist aber lästig hier.
Können wir hier vielleicht irgendwie weiter verkabeln? Och Mann, ihr müsst nicht immer in der Tür und auf den Treppen stehen. Ausgerechnet da, wo es total eng ist, wo man immer durch will. Und gibt es dafür eine Modifikation? Das wird die erste Mod... Wenn wir so weit sind, dass wir Mods nutzen, dann brauche ich die auch nicht mehr, weil wir dann hoffentlich fertig gebaut haben alles. Aber eine Mod, die die Siedler mal anständig irgendwo stehen lässt. Warum stehen die ausgerechnet immer in der Tür? Oder auf den Treppen? Na... Das können wir verkabeln. Oh. Kein Durchkommen hier. Wo geht's runter? Ah, hier. Oh, die Maus auch noch. Ah, das geht nicht. Okay. Das geht auch nicht. Oh, geschafft. Dann können wir wenigstens sagen, wir haben verkabelt in dieser Folge. Dann eben erstmal das Hotel hier. Das war's aber auch mit der Etage. Da, zwei Etagen. Ihr müsst nicht auf den Treppen stehen. Geht mal weg. Ja, die bewegen sich erst. Habe ich rausgefunden. Die bewegen sich erst, wenn man ihnen direkt auf die Nase guckt. Auf dieser Etage haben wir also auch Energie. Und wenn wir das hier einlagern, dann müssten wir doch ein Bauteil wieder ersetzen können. Geht aber nicht. Doch, jetzt geht's. Okay. Hilft uns aber auch nicht weiter. In der nächsten Folge werden wir zusehen, dass wir... Ich habe immer so einen Hunger. Dann musst du essen. Als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Genau. Was wollte ich sagen? Ach so, in der nächsten Folge sehen wir zu, dass wir den Größenbalken wieder klein kriegen. Ja? Wir, wenn du nicht immer in der Tür stehen würdest. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, dann guckst du wir an. Nehmen uns also erstmal schon mal die Waffen für die nächste Folge heraus. Ja, wir machen es wieder mit den Waffen. Oh nein, wir haben diesmal gar keinen schönen Platz mehr, an dem wir das machen können alles. Naja, das wird schon. Wir werden schon was finden. Viel zu viele Waffen. So viele brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Aber lieber mehr als zu wenig, dann brauchen wir die ganze Geschichte nur einmal. Es ist ein Wunder, dass du dich überhaupt noch bewegen kannst. Zu vollziehen und... Ja, ich denke, hier werden wir noch was auf den Boden werfen können. Wow. Okay, wir haben zwei Sachen verkabelt vielleicht in dieser Folge. Immerhin, wir haben einige Fehler ausgemerzt oder... halbwegs ausgemerzt. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Da können wir dann den Rest noch verkabeln. Dann sind wir fertig mit den Kabeln. Vielleicht schaffen wir es sogar schon, die Türen einzusetzen. Die Türen machen wir immer ganz zum Schluss. Und ganz zum Schluss bedanke ich mich immer, und das meine ich auch so, vielen Dank für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Bleibt gesund, bleibt munter, stay home und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hast du gut geschlafen, Schatz?